Anakin Skywalker in Ahsoka Staffel 2. Ein liebgewonnener Schauspieler geht leider von uns. Jedi Survivor gewinnt Grammy Award und Neues zu Star Wars Outlaws. Eine weitere Woche zieht ins Land und es ist wieder viel passiert in der Galaxie Far Far Away. Und all das, was passiert ist, jetzt im Video. Und damit auch, hello there, liebe Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut, ihr seid schön in die neue Woche gestartet und habt jetzt vor allen Dingen Lust, mir ein paar Minuten zuzuhören, denn es ist wieder einiges passiert in den letzten Tagen. Vorab aber, wenn euch solche Videos gefallen, zeigt es mir sehr, sehr gerne mit einem Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Das hilft mir und vielleicht auch euch, auf den neuesten Stand zu kommen. Anfangen möchten wir mit Star Wars Jedi Survivor. Das Spiel, was im letzten Jahr für einiges an Aufruhr gesorgt hat, nicht nur bei Star Wars Fans, die das absolut genossen haben, so wie mir, sondern auch bei Star Wars Fans, die es leider nicht genießen konnten, aufgrund der großen technischen Probleme. Die Grammy Awards, die jetzt verliehen worden sind, da konnte man aber bei Jedi Survivor ordentlich punkten und so bekam der beste Spielsoundtrack hier mit Jedi Survivor auch einen ordentlichen Preisträger. Wer manchmal die Hintergrundmusik hört, bei mir auch, das sind einige Cover aus dem Spiel und da muss ich auch sagen, das war eines der schönsten musikalischen Stücke, die wir überhaupt in der Spielegeschichte von Star Wars hatten und ich bin sehr, sehr gespannt, wie Teil 3 wird, an dem ja auch schon aktiv gearbeitet wird, wie wir vor ein paar Wochen hören konnten. Außerdem geht es um ein anderes Star Wars Spiel, was anscheinend bald im Mai, Juni oder Juli kommen könnte. Es geht um Star Wars Outlaws, das Ubisoft / von Massive Entertainment produzierte Open-World-Spiel. Wir wissen ja mittlerweile, das wird in diesem Jahr rauskommen und Tom Henderson, ein Insider, berichtet, dass der Release tatsächlich für Mai geplant ist, aber sich noch auf Juni oder Juli verschieben könnte. Julian Garofy von Massive Entertainment, also dem Entwickler an sich, hat jetzt auch ein Interview zu Star Wars Outlaws gegeben. Und das ist ziemlich interessant, denn anscheinend wird es, obwohl es ein Open-World-Spiel ist, nur ein festes Ende geben, beziehungsweise ein Ende, was sich nicht ganz groß unterscheiden wird. Warum ist hier die Frage? Weil, und so sagt man hier, ein festes Kanon-Event stattfinden wird, was den Ausgang nicht veränderbar macht. Und in diversen Foren, ihr könnt es euch sicherlich denken, wird jetzt diskutiert, ist das ein Kanon-Event, was wir kennen und während der Zeit des Imperiums stattfand? Oder ist es ein neues Kanon-Event, was so stattfinden muss, damit sich andere geschichtliche Ereignisse aus der Star Wars-Galaxie nicht verändern oder es so ereignen können und wir noch gar nicht kennen? Star Wars Outlaws, wie gesagt, im Frühsommer, Sommer wird es kommen und das werdet ihr natürlich hier auf dem Kanal auch wieder sehen. Was nicht nur kommt, sondern vor allen Dingen zurückkommt, ist Anakin Skywalker, also Hayden Christensen, der seine Paraderolle laut Screentime auch in Ahsoka Staffel 2 wieder einnehmen darf. Und das ist eine freudige Überraschung. Anakins Szenen mit Ahsoka waren wahrscheinlich die stärksten aus der ganzen Ahsoka Staffel 1. Mich hat es persönlich super gefreut. Ich hatte die ein oder andere Krokodilsträne in den Reactions auch in den Augen, als ich das erleben durfte, ihn nochmal hier vor allen Dingen das erste Mal in Live-Action mit seiner ehemaligen Padawan Ahsoka Tano zu sehen. In welcher Art und Weise er dann in Staffel 2 auftauchen wird, ich denke, das wird wieder als Machtgeist sein, vielleicht auch in einigen Rückblenden. Ariana Greenblatt und ihr Stunt-Double, die haben uns ja schon einiges gezeigt aus The Clone Wars in einem kleineren Rahmen in dieser Traumsequenz. Vielleicht sehen wir so eine Art Rückblenden noch weiter, das würde ich mir auf jeden Fall unglaublich gerne wünschen, einfach um Ahsoka auch weiter den Weg in Richtung Macht und vor allen Dingen, was dahinter steht, zu zeigen. Die Götter von Mortis werden sicherlich auch eine größere Rolle spielen und natürlich die Möglichkeit von Peridea wieder in die Heimatgalaxie zu spielen. Ein Release-Datum für Ahsoka Staffel 2 ist ungefähr für 2026 angedacht und dementsprechend müssen wir uns noch ein wenig gedulden, bekommt aber alle Informationen und Leaks hier auf dem Kanal, wenn es dazu etwas Neues gibt. Auch was Neues und nicht ganz so Erfreuliches gab es letzte Woche, denn Carl Weathers, der Schauspieler von Greef Karga als The Mandalorian, als auch ein Regisseur von 2 Mandalorian-Folgen, ist leider im Alter von 76 Jahren von uns gegangen. Der Mann, der durch seine Rolle als Apollo Creed
in Rocky bekannt wurde, dann aber auch in Predator und vielen anderen Filmen mitgespielt hat, sich später auch immer öfter hinter die Kamera begeben hat, ist sicherlich einer der bekanntesten Action- und mittlerweile auch teilweise Comedy-Schauspieler der Welt gewesen und für mich ein ganz, ganz großes Loch, was er da auch in The Mandalorian und im derzeitigen Star Wars Mandoverse hinterlassen wird. Viele seiner Schauspielerkollegen rund um Star Wars als auch seiner vorherigen Produktion haben sich dahingehend schon zu Wort gemeldet und gesagt, das war ein absolut feiner Kerl. Und mir bleibt im Sinne von euch allen nur zu sagen, May the Force be with you, Kyle. Always. Die Erinnerungen seiner Film- und Auftritte in und um Star Wars, die werden wir sicherlich nicht vergessen und waren immer mit einem großen Lächeln meinerseits verbunden. Wenn ihr jetzt mehr Videos hier auf dem Kanal sehen möchtet oder nichts mehr verpassen möchtet, hier habt ihr die Möglichkeit dazu. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Themen haltet. Und auch euch möge die Macht mit euch sein. Euer Buddy.